Und damit begrüße ich euch ganz herzlich zurück zu The Legend of Zelda Skyward Sword. So, also, im letzten Part haben wir erfahren, dass Link heute eine große Zeremonie vor sich hat. Und jetzt sind wir halt auf dem Weg, zum Rektor und zur Prinzessin Zelda. Und schauen wir mal, was uns da erwartet. Wir haben ja einen Termin mit ihr oder ein Date. Jüngling geleitet von der Göttin wird Himmel und Erde verbinden und das Licht bringen. Guten Morgen, Troplay. Hat dich mein Wolkenvogel etwa aufgeweckt? Unsere Verabredung. Hattest du sie vergessen? Sieh doch, mein Kleid und dieses Instrument. Damit werde ich bei der Vogelreiterzeremonie die Göttin verkörpern. Toll, oder? Vor allem das Instrument. Man sagt, dass schon die legendäre Göttin so eins spielte. Sein Klang ist unvergleichlich. Vater hat mir gesagt, dass man es Lyra nennt. Und wie findest du mein Gewand? Den Schal dazu habe ich selbst gewebt. Welchen Schal? Mit diesem Gewand und der Lyra verkörper ich die Göttin. Ich wollte, dass du mich so siehst, Troplay. Ach, den Schal, okay. Das steht mir doch, oder? Ja, also... klar doch. Meinst du das ernst? Vielen Dank, Troplay. Zelda. Bist du schon fertig mit den Vorbereitungen? Oh, Vater! Troplay ist auch schon da. Wunderbar. Selbst du alter Langschläfer hast es heute geschafft, pünktlich aufzustehen. Falls du bei der Vogelreiterzeremonie heute gewinnst, darfst du den Rest der Zeremonie gemeinsam mit Zelda abhalten. Also streng dich an. Wo wir vom Anstrengen reden, hör mal, Vater. Troplay hat in letzter Zeit... Nun, er hat nicht wirklich viel für die Zeremonie geübt. Auch als er geflogen ist, hat er sich nicht wirklich angestrengt. Wenn er jetzt nicht sofort etwas macht, wird er ganz sicher verlieren. Alter, was ist das für eine Petze? Jetzt mal im Ernst. Reg dich nicht so auf, Liebes. Die Vogelreiterzeremonie prüft neben der Geschicklichkeit auch das Band zwischen Mensch und Tier. Es ist nicht einfach, sie zu gewinnen. Sicherlich ist Troplay nicht gerade der fleißigste Schüler. Ihr kennt euch bereits seit frühester Kindheit, also weißt du auch, Troplay und sein Wolkenvogel haben eine besondere Beziehung. Jeder Bewohner des Wolkenhorts hat seinen eigenen Vogel. Es ist die Göttin selbst, die jedem von uns einen Schutzvogel zur Seite stellt. Denn das ist die Aufgabe der Wolkenvögel. Jeder von uns trifft in jungen Jahren hier vor der Statue der Göttin mit seinem Vogel zusammen. Natürlich war das auch bei euch so. Der Wolkenvogel, der Troplay zur Seite gestellt wurde, ist besonders. Er ist kaminrot, so selten, dass wir seine Art für ausgestorben hielten. Troplay, du bist mit deinem Wolkenvogel schicksalhaft verbunden. Oh, okay, danke. Oh. Erinnerst du dich, Liebes, damals, gleich als Troplay und sein Wolkenvogel sich trafen? Sie schwebten durch die Lüfte, als würden sie schon seit Ewigkeiten sich kennen. Ganz ohne Übung, mühelos. Ich weiß noch genau, wie eifersüchtig du damals warst. Es ist ja auch kein Wunder, dass man Troplay um seine Beziehung zu seinem Wolkenvogel beneidet. Die Menschen haben den Hang, all denen, die irgendwie besonders sind, mit Missgunst zu begegnen. Oh.
du nimmst das zu leicht, Vater. Du weißt doch, dass die Vogelreiterzeremonie auch eine Prüfung der Ritterschule ist. Wer sich bei der Vogelreiterzeremonie nicht richtig anstrengt, wird keine guten Noten erhalten. Und im schlimmsten Fall wird... Troble... wird er kein Ritter werden. Ist ja schon gut, Liebes. Jetzt reg dich doch nicht so sehr auf. Immer wenn es um Trouble geht, bist du so... ja? Trouble, komm schon, lass uns üben gehen. Zumindest ein wenig. Jetzt komm schon hierher. Was machst du denn? Auf geht's. Spring von der Plattform und ruf deinen Wolkenvogel, so wie immer. Die hat jetzt nicht vor, mich zu schubsen, oder? Die Zeremonie wird bald beginnen. Da musst du in Form sein. Wie? Was sagst du da? Du kannst deinen Wolkenvogel nicht spüren? Sag doch sowas nicht. Du willst dich doch nur wieder drücken. Jetzt komm schon, du musst etwas üben. Tu es für mich. Die schubst mich jetzt nicht runter, oder? Bis gleich. Hey! Trouble, du musst nach unten drücken, um deinen Wolkenvogel zu rufen. Oh, nee, das ist Abbruch. Ups. Wie? Er kommt nicht? Nein! Trouble, ich hab dich. Geht es euch gut? Es tut mir leid, ich hätte dir nicht so viel zumuten dürfen. Geht es dir gut? Ich frage mich, was mit deinem Wolkenvogel los ist. Dass ein Wolkenvogel den Ruf seines Herrn nicht folgt? Kannst du deinen Wolkenvogel noch immer nicht fühlen, Trouble? Die Vogelreiterzeremonie wird gleich beginnen. Was machen wir jetzt nur? Trouble, du hast also vorhin die Wahrheit gesagt. Es tut mir leid. Ich muss mich nun erst einmal um meinen Vogel kümmern. Du solltest in der Zwischenzeit nach deinem Wolkenvogel suchen. Oh, es ist schon so spät. Die Vogelreiterzeremonie wird dieses Jahr von Meister Tutor organisiert. Trouble, kannst du bitte zu Tutor gehen und dich mit ihm beratschlagen? Jawohl. Vater, selbst wenn er zu Meister Tutor geht, wird er sich doch an den Schuldirektor wenden. Und das bist du. Da magst du recht haben. Du bist wahrlich meine Tochter. Dann werde eben ich mit ihm reden, Trouble. Sag doch bitte Tutor, dass er in mein Büro kommen soll. Ich komme, sobald sich mein Vogel ein wenig ausgeruht hat, Trouble. Frag doch mal die anderen, ob sie nicht etwas über deinen Wolkenvogel wissen. Okay, aber erstmal gucken wir jetzt hier. Kann ich denn hier echt runterfallen? Oben könnte er doch sein, oder? Naja, nun gut. Damit füllen wir die Energie auf. Jo. Was ist los, Trouble? Du siehst nicht gut aus. Was? Dein Wolkenvogel ist verschwunden? Das ist schlimm, aber du weißt ungefähr, wo er ist, oder? Du willst ihn jetzt suchen gehen. Aber die Zeremonie beginnt doch gleich. Andererseits, ohne Vogel wärst du bei der Zeremonie sozusagen vogelfrei. Verzeihung. Der Direktor ruft also nach mir. Nun gut, ich bin dir ja schließlich noch einen Gefallen schuldig. Mach dir keine Sorgen um die Zeremonie und finde erst einmal deinen Wolkenvogel. Eigentlich ist das Aufschließen der Tür nicht meine Aufgabe und trotzdem habe ich mich überreden lassen. Was ist mit dir, Trouble? Du siehst unruhig aus. Das kann doch nicht sein. Dein Wolkenvogel ist verschwunden?
Tut mir leid, ich war bis eben in der Schule. Ich habe nichts mitbekommen. Okay. Ah, halt. Den Typen haben wir noch nicht gefragt. Na, was ist los? Du siehst etwas mitgenommen aus. Dein Wolkenvogel ist verschwunden? Also, ich habe ihn gesehen, als er vor Bardo und den beiden anderen Rabauken geflohen ist. Bardo wollte sich den Platz ansehen, auf dem die Vogelreiterzeremonie stattfinden soll. Oh, versuchst du immer noch zum Südende zu kommen? Die X-Markierung auf deiner Karte, das ist der Dorfplatz. Okay. Da soll heute die Vogelreiterzeremonie stattfinden. Du solltest tunlichst versuchen, ihn zu finden. Was ist das? Turm des Lichts. Friedhof. Bazar. Vogelstatue. Ja, hier, zwei nebeneinander. Wie ich das gerade sehe. Und hier ist dann gar nichts. Mann, Leute. Dann ist er wohl Richtung Platz. Der direkte Weg wäre ja normalerweise hier entlang. Jetzt müsstest du das Tor unten nehmen. Ich bin hier noch nicht fertig. Macht es dir was aus, um die Schule herumzugehen? Schau zur Not mit Minus auf die Karte. Okay. Einmal Minus drücken. Ah, das ist die Karte. Rauszoomen, reinzoomen, rauszoomen, reinzoomen, rauszoomen, reinzoomen. Also durch das Tor soll ich da gehen. Okay. Ja, jetzt das Tor auch offen. Jo. Eine Herzblume. Okay, nice. Du hast ein Herz gefunden. Es ist mit heilender Energie erfüllt. Und stellt deine Herzen wieder her. Ja gut, wer jetzt Zelda noch nicht kennt, klar, für den ist das was Neues, aber für einen Zelda-Veteran sage ich jetzt mal weniger. Was hat er jetzt? Warte mal, Troplay. Tust du mir einen Gefallen? Der Baum da, kannst du auf ihn zusprinten und eine Rollattacke machen? Renn auf den Baum zu und rolle. Und bums. Bitte mach's, bitte, 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 bitte. Drücke beim Sprinten auf L. Hehe, gut gemacht, da ist er. Mein Wolkenhirschkäfer. Halt! Ah, mal gucken, ob wir hier auch noch was haben. Wie kommen wir da hin? Wahrscheinlich da runterspringen. So, wo wollte ich denn hin? Ich kann eigentlich da mal gucken, weil da geht es eigentlich nicht weiter, aber... Oder doch? So, hier lang. Das Wasser. Aha. Aufheben können wir da was. Ist auch in Ordnung. Oh, da war wieder ein kleines Mädchen. Hi. Hallo, Truppe. Das ist mein Haus. Heute gehe ich wieder spielen, aber ich sag dir nicht, mit wem. Das wird lustig. Okay. Dann geh du mal spielen, aber sag mir nicht, mit wem. So, das hier scheint der Festplatz zu sein. Aber ich bin auf dem richtigen Wege. Hier sollen wir hin. Hi. Hey, Troplay, bald beginnt die Vogelreiterzeremonie. Letztes Mal hat Kuku um Federbeite gewonnen. Das war vielleicht ein Schauspiel. Heute ist dein roter Wolkenvogel mit dabei, hä? Viel Glück, ich bin schon sehr gespannt. Halt, stopp, hier ist ein Schild. Ritterschule, Wohnviertel. Ja, aber wo ist dies mein Wolkenvogel? Das war ganz schön hart, Bardo. Der hat sich gewehrt wie noch etwas. Naja, dieser Kaminroten sind eben hart im Nehmen, selten wie sie sind. Aber dort, wo er jetzt ist, kommt er so schnell nicht wieder raus.
Oh, hey, Troplay, stehst du schon lange da? Was willst du denn? Ach ja, heute ist ja die Vogelreiterzeremonie. Hm. Du willst mich bestimmt fragen, ob ich dich gewinnen lasse. Machst dir wohl schon in die Hosen, hä? Du willst wohl gemeinsam mit Zelda die Zeremonie auf der Statue der Göttin begehen, was? Na, hab ich recht? Da bist du bei mir aber an der falschen Adresse gelandet, Bürschchen. Das wird ein prächtiger Sieg für mich werden. Haha. Was sagst du da? Dein rotes Flughündchen... Dein rotes Flughühnchen lässt sich nicht blicken? Oh. Was da wohl passiert ist? Vielleicht hat es ja sich verflogen, das blöde Vieh. Deine Frisur. Lass meine Haare aus dem Spiel. Ich habe die tollste Frisur im ganzen Wolkenhort. Seit wir Kinder waren, hat sich Zelda immer nur für dich interessiert. Jeden Tag habt ihr euch getroffen, während unser Eins darauf gewartet hat, einen Blick von ihr zu erhaschen. Du hältst dich wohl für etwas ganz Besonderes, was? Glaubst wohl, dass unsere Regeln hier für dich nicht gelten, hä? Mit deiner Arroganz ziehst du den Ruf unserer Ritterschule in den Dreck. Wer zieht hier was in den Dreck? Zelda, ich also... Bardo, hast du es etwa schon wieder auf Troplay abgesehen? Wir sind doch alle Schulkameraden. Wie kommt es, dass du immer Troplay niedermachst? Was ist los? Raus damit! Also ich, Ach, vergiss es. Also dann, Troplay. Wenn du heute nicht teilnimmst, bleibst du vielleicht noch sitzen. Falls dein rotes Hühnchen, auf das du so stolz bist, nicht doch noch wieder auftaucht. Diese drei Kerle, vielleicht wissen sie, wo dein Vogel versteckt ist. Aber selbst wenn, sie würden es uns nicht sagen. Uns bleibt nur selbst, nach ihm zu suchen. Truppel, ich werde dir helfen und von der Luft aus nach deinem Vogel suchen. Mein Vater unterhält sich gerade mit Meister Tutor. Sie werden die Vogelreiterzeremonie wohl verschieben, also keine Sorge. Ja, schön, flieg du mal unterwegs und ich, ja. Okay, wir müssen jetzt also den Vogel suchen. Ich würde sagen, ich kletter jetzt erstmal hier hoch. Und schau mal, was es hier gibt. Hier gibt es aber schon mal nichts, was schon mal gut ist. Kann ich hochspringen? Ja. Ah, was haben wir da? Mit Licht soll dem Helden, der im hellen Schein die Hymne der Göttin spielt, der Weg gewiesen werden. Kann ich da runterspringen? Ja. Oh, das kostet mich echt Energie. Hätte ich jetzt erstmal nicht erwartet, aber gedacht habe ich es mir eigentlich. Was haben wir da? Das sieht aus wie ein Fenster. So. Ah. Oh, das ist gewöhnungsbedürftig. War da was drin? Nein. So, er hatte meinen Vogel auch nicht gesehen. Toll, da darf ich noch nicht lang. Würde mich nicht wundern, wenn es hier hinter ist.
Heute ist solch ein gutes Wetter und wir können es nicht genießen, weil wir so beschäftigt sind. Oh. Ich sage es euch, mein Sohn kommt tagtäglich dreckig nach Hause, der ungezogene Bengel. Wie sehr ich seine Sachen auch wasche, es ist jeden Tag dasselbe Spiel. Waschen ist absolut nichts für mich. Ich wünschte, jemand würde das für mich übernehmen. Darf ich denn schon schwimmen? Scheinbar nicht. Tauchen darf ich nicht, dann kann ich wahrscheinlich da hoch. Da muss ich dann irgendwann mal tauchen. Ah, jetzt wird es doch mal interessant hier. So langsam entdeckt man hier so die kleinen, aber feinen Feinheiten. Boah, oh, jetzt ist hier wieder dieses automatische Springen. Was ja eigentlich gar nicht schlimm ist, aber na, man weiß ja nie. Ah, sieh dir mal die Statue an. Niemand weiß, wie lange sie schon hier steht. Schade, dass das eine Auge fehlt. Drücke die Pfeil nach oben Taste und sieh dir die Statue ruhig etwas näher an. Gut, da fehlt ein rotes Auge. Aber, jetzt muss ich mal aufpassen, nicht, dass ich da irgendwie, ne? Dann war das königliche Symbol von Hyrule. Hier beginnt die Höhle hinter dem Wasserfall. Vorsicht vor blutsaugenden Getier. Zutritt für Kinder streng verboten. Hatte ich also schon mal eine richtige Ahnung, wo es lang geht. Aber wie finde ich jetzt da irgendwas, um das kaputt zu kriegen? Wo kriege ich jetzt sozusagen ein Schwert her? Um es mal so auszudrücken. Warte mal, kann ich da seitlich runterspringen? Scheint so. Hier komme ich ja her. Hier ist ein Strand, wo ich hoch könnte, aber da kann ich noch nicht weiter. Was ist los, Troplay? Warum so aufgeregt? Ein Vogel? Ach, der seltene Rote? Keine Ahnung. Nein, habe ich nicht gesehen. Von der Statue der Göttin hat man den besten Ausblick über das Dorf. Sieh dich doch da mal um. Die Statue der Göttin ist das große Denkmal im Norden des Wolkenhorts. Kennst du doch, oder? Geh einfach Richtung X. Ja gut, aber da war ich ja schon. Aber gut, dann gehen wir halt einmal dahin. Ich bräuchte da mal ein Schwert. Nur ganz nebenbei erwähnt, ne? Ich bräuchte mal so ein Schwert oder irgendwas. Zelda ist ja auch nicht mehr da, die mir mal helfen könnte. Ach, jetzt ist das Tor offen. Will der mich verarschen? Mann, ich bin gerade außen rum gerannt. Betrug. Ich bin komplett verarscht. Hey, Troplay. Hier sind wir. Wir sprechen gerade von deinem Wolkenvogel. Komm her. Da bin ich. Ja? Gut, dass du hier bist, Troplay. Ich habe dich schon gesucht. Ich habe mich wegen deines Wolkenvogels umgehört. Und als ich mit Goose hier geredet habe, hat er sich seltsam verhalten. Verzeih mir, Troplay. Ich wollte es dir schon früher sagen, aber dann hätte Bardo es ganz bestimmt herausgefunden. Anscheinend hat Bardo ihn ordentlich eingeschüchtert. Los, spuck schon aus. Als ich vorhin den Speisesaal ein wenig aufgeräumt habe, kamen Bardo und die beiden anderen rein. Sie haben mich gar nicht beachtet und begannen einen Plan auszuhacken, um deinen Wolkenvogel zu verstecken. Ich wollte mich wegschleichen, um dich zu warnen, aber da hat mich Bardo entdeckt. Wenn ich etwas verrate, würde ich nie wieder fliegen, hat er gesagt. Bardo hat also anscheinend den Plan, sich deinen Wolkenvogel zu schnappen und ihn beim Wasserfall zu verstecken. Hm, der Wasserfall. Gib mir doch mal kurz die Karte. Da muss er sein, beim Wasserfall. Ich habe ihn mit X markiert.
Es tut mir so leid, Truplay. Ich bin so ein Feigling. Es tut mir wirklich schrecklich leid. Ja gut, ich weiß, dass er ja da ist, aber... Ah, Truplay, am Wasserfall wurde in letzter Zeit gefährliche Kreaturen gesehen. Du solltest also ein Schwert oder so etwas mitnehmen. Frag doch mal den Schwertmeister hier in den Übungshallen, ob er dir ein Schwert leiht. Gut. Was ich dafür ein Schwert erhalte und ob es schon das Master-Schwert sein wird, wer weiß es. Ihr wisst es vielleicht, ich weiß es nicht. Ich lasse mich überraschen. Und für die Leute, die es nicht wissen, lasst euch auch überraschen. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ich sage danke, bis zum nächsten Mal. Und ich bin euer Tro. Haut rein. Tschö, tschö.